Herzlich willkommen zum Let's Play von Transformers The Game. Ich bin Marv und wir springen jetzt direkt in die Story. Unsere Welt, unser einst stolzes Volk, wurde vom Krieg entzweit. Zwei Gruppen erhoben sich und kämpften um unsere Lebensquelle, den Allspark. Wir Autobots schworen, ihn zu beschützen. Und die Decepticons planten finstere Dinge mit seiner Macht. Jahrhundertelang war er verboten. Doch zum Schutze des Allspark sind wir nun hier. Diese Welt ist nicht für unseren Krieg bereit. Für unsere Krieger. Doch wir sind hier. Unser Schicksal und das dieser Welt wird hier entschieden. Eine wird leben, eine wird sterben. Bumblebee, hier spricht Prime. Unsere Verbindung zum Allspark befindet sich irgendwo in dieser Menschensiedlung. Schau dich um und erstatte mir Bericht. Decepticons, tarne dich! Stoppe die Decepticons, bevor sie die Verbindung zum Allspark finden. So, los geht's. Wir spielen Bumblebee. Das Spiel selber... Bumblebee, auf zum Meteorlandepunkt. Es sollten gerade keine anderen Autobots auf der Erde sein. Was bedeutet, die Decepticons könnten dich verfolgen? Und da geht's auch schon los. Das Spiel selber ist das Spiel zum Kinofilm Transformers 1. Muss ich nur gucken, wie ich mich verwandle. Kann ich mich irgendwie verwandeln? Geht das noch nicht? Nee, ein Schild? Weiß nicht. Schießen geht auf jeden Fall. Sich direkt jetzt in ein Auto zu verwandeln wäre fast das Einfachste. Vielleicht schaue ich mir das einfach mal schnell in der Steuerung an. Wenn ich schon mal jetzt hier bin. So, Springblock umwandeln, Mausrad. Okay. Ah, Mausrad nach oben rollen, das Umwandeln. Das ist ja eine interessante... Oh, was ist das für eine Steuerung? Steuere ich das mit den... Okay, man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Nitro gibt's auch noch, dass wir noch ein bisschen schneller sind. Der fährt sich ein bisschen wie auf Schienen. Schade, die Steuerung ist nicht so gut. Es sollten gerade keine anderen Autobots auf der Erde sein. Was bedeutet, die Decepticons könnten dich verfolgen? So richtig schnell fahren kann ich nicht. Weil sonst reißt er total stark nach rechts oder links. Aber das ist etwas, woran wir uns gewöhnen werden müssen. Wow. Wow. So, da wollen wir doch gleich mal hier ein bisschen kämpfen. Machen wir nicht die ganze Umgebung kaputt hier, Kollege. So, haben wir ihn. Das ging doch schneller als gedacht. Wobei wir jetzt hier alles kaputt gemacht haben. Da die eigentlich ja noch gar nicht wissen, was jetzt hier abgeht, ist das natürlich auch ein bisschen stressig jetzt für die ganzen Bewohner hier. Dass jetzt hier einfach so ein Roboter durch die Stadt rennt und alles kaputt macht. Bumblebee, auf zum Meteorlandepunkt.
Es sollten gerade keine anderen Autobots auf der Erde sein. Was bedeutet, die Decepticons können... Bin ja schon da. Oh, die freuen sich aber nicht, mich zu sehen. Ungebetene Gäste. Vernichte die Decepticon-Drohnen. Die Decepticons sind jetzt auch auf der Erde eingetroffen. Schalte jede Angriffswelle so schnell wie möglich aus, damit sie nicht viel Schaden anrichten können. Auch nochmal gucken, ob wir es hinkriegen. Sie müssen gestoppt werden. So, dich habe ich. Oh, du bist gut ausgewichen. So. Das ist nicht eins der ersten Transformer-Games, aber das ist halt das erste Spiel zum Kinofilm selber. Gibt da noch einen Haufen andere Transformer-Spiele. Ich habe mir gedacht, gerade als Superheldenkanal und ein Kanal, der sich hauptsächlich auf Spiele konzentriert, die sich um Comicfiguren handeln, dürfen die Transformers natürlich nicht fehlen. Zerstöre alle Decepticon-Drohnen. Ah, ich bin schon dran. So. Den haben wir. Oh, das wackelt. Das Gefühl, ich habe kein Fadenkreuz mehr. Doch jetzt. Achso, der macht die automatisch fest. Okay. Wie kann ich denn das Ziel wechseln? So. Einfach weglaufen. So, dich habe ich auch. So, und jetzt den großen hier. Mit deinem blöden Schild. Der Spielsound ist relativ leise, habe ich das Gefühl. Kann ich auch in Nahkampf gehen? So, auf jeden Fall warten, bis er sein Schild wegmacht. So, eins hat er noch, zwei hat er noch. So, jetzt habe ich es zerstört. Nee, doch nicht. Alles Mögliche kaputt. Okay, nehmen wir mal das Ding hier. Kann ich das nehmen? Ich kann es treten. Wie hebe ich es auf? Die normalen Tasten funktionieren nicht. Damals, 2007, war offensichtlich E und F und so noch nicht die Tasten zum Aufnehmen. Das muss ich ja mal wieder nachschauen. Wir haben nicht gedacht, das ist jetzt alles ganz easy. So, aufnehmen, werfen ist Q, Angriff ist E. Okay. So, komm mal her hier. Ah, ich kann damit eher auf jeden Fall auch zuschlagen. Schön. So, die haben wir ausgeschaltet. Da kommen sie. Was? Da kommen noch mehr? Na, Kumpel. So, den haben wir auch. Du. Das kriegen wir auch noch weg hier. Oh, das war eine schöne Kampfrolle. Wie habe ich die gemacht? Keine Ahnung. Er hat sie einfach gemacht. Ja, Bumblebee kennt sich aus. So. Oh, ich gedacht, damit kann ich zuschlagen. Wow, was kam denn da geflogen? Komm her hier. Ich kann dich auch mit Autos bewerfen. So. Schön in den Nahkampf rein. Oh, der fliegt aber weit. Was? Wer schießt hier auf mich? Du. Einfach von der Seite. So, die haben wir auch erledigt. Hier, nimm den Zaun mit. Gib mir den Zaun. Hier, fang. Oh, der Zaun tut ihm nichts. Brauche ich was anderes. Die Polizei, dein Freund und Helfer, kommt gerne vorbeigeflogen. Baustelle Süd. Zerstöre alle Decepticon-Drohnen. Was ist denn noch mehr? Die machen die ganze Baustelle kaputt. Komm her hier. So, viel Spaß damit. Die machen ganz schön Schaden. Aber kein Problem für Bumblebee. Bumblebee ist ausgerüstet dafür. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Decepticons hier aufs Korn nehmen. Das Spiel selber könnt ihr, beim Spielstand selber könnt ihr euch aussuchen, ob wir als Autobots oder als Decepticon anfangen. In diesem Fall bin ich als Autobot gestartet. Klar, Bumblebee, sonst wäre ich wahrscheinlich auch einer der anderen Kollegen. Komm her jetzt, zack, in Nahkampf.
Oder er kann sogar passiv sein Schild aktivieren. Hier, komm mal her. Zum Glück sind die Leute rausgesprungen. Bumblebee will den ja nicht wehtun. So, geschafft. Kapitel abgeschlossen. Es ging schneller als gedacht. Decepticons haben einen Transformer-Code von Megatron entdeckt. Er befindet sich in einem Artefakt, einer Okularlinse, die im Besitz eines Menschen namens Sam Witwicky ist. Wir müssen ihn vor den Decepticons erreichen. Simon Witwicky. Geh zum Haus von Sam Witwicky. Wenn er dieses Artefakt besitzt, müssen wir vor den Decepticons bei ihm sein. Der gute Sam, was liegt denn hier noch an der Seite? So ein extra Würfel. Was mache ich hier? Kapitel 1. Nee, das Kapitel wollen wir nicht wiederholen. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass ich die Möglichkeit habe dazu, das zu machen. So, dann fahren wir doch einfach mal schnell zu Sam. Sollte ja kein Problem sein. Tempo geht ganz gut ab. Oh, also mit dem Driften haben es die Transformer nicht. Was ist das denn hier? Entschuldigung. Sumo, dränge alle Drohnen innerhalb des Zeitlimits aus dem Ring. Erfordert 20 Kuben. Ja, ich habe erst 3. Jetzt habe ich 4. Ja, es kaputt mach, ey. Will ich gegen den kämpfen? Ja. Komm her. Einfach dich hier versteckt halten, hä? Das geht nicht so. So, haben wir ihn auch erledigt. Schon ganz gut, wenn ich gleich einen Decepticon sehe, dann gleich drauf. Geh zum Haus von Sam Witwicky. Wenn er dieses Artefakt besitzt, müssen wir vor den Decepticons bei ihm sein. So, kann ich die Karte irgendwie öffnen? Ich glaube nicht. Na, dann fahren wir einfach mal direkt den direkten Weg über Stock und Stein. Oh, warte, da. Wow. Bremsen, bremsen. Ist gar nicht so leicht mit dem Kollegen. Ihr hört auch die Leute alle am Rumschreien. Oh, was steht er denn hier so rum? Klar, wenn du da einfach so rumstehst, dass du dann kein normales Auto bist. So. Ah ja, Shift ist blocken. Steuerungstaste bringt nichts. Wie ihr seht, ich lerne das Spiel selber gerade noch ein bisschen. Das ist das erste Mal, dass ich das spiele. So. Da sind wir auch schon am Haus von Sam. Das habe ich aber den Film ein bisschen anders in Erinnerung. So, wo ist das Haus jetzt? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Auf der anderen Seite vielleicht? Ja. Dann passt das ja dann doch einigermaßen. Ich weiß, ich weiß. Ich habe dir ein Auto versprochen. Wir gehen morgen zum Gebrauchtwagenhändler. Wahnsinn, du wirst es nicht bereuen, Dad. Ich verspreche es. Alle Marken, alle Modelle, garantiert zum besten Preis der Stadt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wie geht dich dorthin, Bumblebee? Vor den Decepticons. Schutzengel. Vernichte die Decepticons, bevor sie Sam erreichen. Sam Witwicky muss um jeden Preis beschützt werden. Die Decepticons müssen gestoppt werden, bevor sie zu Sam beim Gebrauchtwagenhandel gelangen. Füge ihnen Schaden zu, um sie zum Transformieren zu zwingen und schalte sie dann aus. Sie sind hinter den Artefakten her. Zerstöre sie, bevor sie bei Witwicky sind. Kann der auch schießen beim Fahren? Ja, kann er. Boah, die Steuerung ist echt schwierig, würde ich sagen. So, den ersten habe ich schon. Schauen wir mal, kann ich den zweiten auch gleich hier? Na, so ist viel einfacher anscheinend hinterher zu fahren. So, Leute, ihr solltet ganz schnell aus den Wagen aussteigen, weil ich habe das Gefühl, dass diese Decepticons keinen Spaß machen. Ups, Entschuldigung. Da habe ich glatt den Krankenwagen kaputt gemacht. Oh, sorry. So, wo ist er jetzt? Da geht alles kaputt. Das ganze Haus stürzt ein. Das damals 2007. Oh, hi. Ah. Das hätte ich gleich den ganzen Bus zerstört. Aber die Leute töte ich nicht. Dass sie den Gebrauchtwagenhandel nicht erreichen.
Ja, ich bin schon dabei, Optimus. Wow. Die weiteren Transformers-Spiele, die es noch so gibt, ich habe da noch ein paar mehr, die werden halt pro Spiel immer besser. Ne? Das muss euch ja auch klar sein. Und dadurch werden wir dann auf jeden Fall noch sehr viel bessere und stärkere Transformers sehen. Die Steuerung wird immer besser von Spiel zu Spiel. Selber das Spiel ist, das war so nix, ist natürlich für Konsole ausgelegt. Gibt auch wahnsinnig viele Spiele, die nur Konsolen exklusiv sind. Aber bei mir bekommt ihr das rundum sorglos Paket, alle Transformers Spiele, die ihr braucht. So, jetzt muss ich aber erstmal zusehen, dass ich jetzt hier den Decepticon noch irgendwie raus, also bekomme. Ah ja. Tja, Kumpel. Blöde ist, die trennen sich halt komplett, ne? Ist ja nicht so, dass die irgendwie alle den gleichen Weg haben. Ich erwisch den nicht. So, Kollege. Du gehst auf jeden Fall schon mal nicht zum Gebrauchtwarenhandel. Und wirst Sam dort auf frischer Tat ertappt. So, seine Kollegen kommen ja auch jetzt gleich rum. Na komm schon. Beweg dich, Bumblebee. Ja, du kannst den doch mitnehmen. Kann ich den mitnehmen? Oh. Entschuldigung, Leute. Ich muss da jetzt hier mal gegen die kämpfen. So, den haben wir auch erledigt. Noch ist das alles relativ einfach, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ob das noch schwieriger wird. Ich konnte keinen Schwierigkeitsgrad selber einstellen. So, Leute, aus dem Bus raus. Wow, kommt er zurück? Hat er den zurückgeworfen? Er hat den zurückgeworfen. Wie auch immer er das gemacht hat. Kapitel abgeschlossen. Wir haben es wieder geschafft. Der Gebrauchtwagenhändler ist sicher. Sam, sieh doch mal hier. Ich glaube, das hier wählt dich. Das Preisschild sendet dir ein Zeichen. Da will ich doch. Wie wär's mit diesem Camaro hier? Der will mich ganz sicher. Bitte, Dad. Okay, alles klar, Sam. Handeln wir was für dich raus. Cool, Dad, danke. Schade, der... Jetzt musst du Sam Witwicky und das Artefakt vor den Decepticons beschützen. Geh zur Bücherei und beobachte ihn genau. Sei wachsam. Der Sam Witwicky ist leider nicht original vertont vom Sam Witwicky aus dem Film Shia LaBeouf. Aber Optimus Prime ist auf jeden Fall original vertont. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber die erste Folge ist auch schon vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Transformers The Game. Bis dahin, Servus, euer Marv.